heute wechseln wir noch einen Schiefer. Hier, guck mal. Der hat ein Haarriss. Haben wir kurz gesehen, wo es abgetrocknet ist. Hey, da kommst du mal ein bisschen ran. Hier sieht man ein Haarriss. Wenn man hinten drauf drückt, sieht man hier. Ist das. Ja, hier ist der Haarriss. Hey, also, ich glaube mal drauf. Hier, ist es. Es sind da drei Nägel drin. Ich schaue nicht so viele, wie man das wechselt. Ich habe schon einige Videos, einige Videos im Netz. Jetzt haben wir noch einen Nagel. Der dritte hier oben. Da geht meistens schwer und fest. Da kommt das hier nochmal zu brechen, das Ding. Kann man da auch Handschuhe aufsetzen? Wie gesagt, wir sitzen jetzt schön davor. Ich hab's leider. Jetzt ist er raus. Zeit lassen, dass es sich schneidet. Ja, weil dieser Schaf da kommt es dran. Beste Schaf. Jetzt haben wir ihn. Hier kannst du das, wenn du drei Nägel drin hast. Kreis machen. Hier reinschieben. So. Jetzt haben wir so einen stumpfen Metallbohrer. Jetzt bohren wir hier. Wo noch ein Nagel, ein Schiefer drunter ist, hier mal eine Niete. Jetzt haben wir hier solche schönen Softshell-Nieten. Link ist in der Beschreibung. Alles oben live, wir machen einen Livestream. Da setzen wir hier oben noch eine Niete, schön weit oben. Wollen, können wir hier noch eine setzen. Ja, ich muss den Arm festmachen. Nochmal eine Niete. Das macht die fest. Dritte nieder, setzen wir hier unten. Ja, und schon ist der Schiefer für immer und ewig fest. Dank der Mirgos Nietechnik, die aus Österreich stammt.